Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe der Blitz News des Remscheider Fernsehen Tele DMW. Wir haben die Sensationsnachrichten aus Remscheid bis zum 6. Dezember 2014 für Sie zusammengestellt. Im Studio an der Pyramide begrüßt Sie unser Chefredakteur Michael Westkamp. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent. Die Politiker sind sich über einen Aussichtsturm auf dem geplanten Gelände des Outlet-Centers wieder mal nicht einig darüber, ob er gebaut werden soll. Die Meinung wechselt alle 4 Wochen. Mit anderen Worten, die reden sich die Köpfe heiß. Er soll nur 25 Meter hoch werden. Die Frage lautet, brauchen wir das überhaupt? Die Münchner Brücke soll am 14. Dezember 2014 wieder geöffnet werden. Allerdings ist sie dann noch nicht ganz fertig bearbeitet. Das führt dazu, dass sie im kommenden Jahr gelegentlich mal für ein Wochenende gesperrt wird. Ich darf darauf hinweisen, dass die Wocheninfo in Kürze erscheint am Sonntagabend. Dann geht es im Film der Woche über Buscaps und über Störungen im Straßenverkehr, die dadurch verursacht werden. Tele DMW.